Seid gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zu einer neuen erfrischenden Runde von Donkey Kong Country Tropical Freeze. 5-B, Marmeladenpromenaden wartet jetzt auf uns und das werden wir jetzt sofort in Angriff nehmen, bevor wir uns auf den Weg zum K-Level machen. Also das nächste K-Level wird, glaube ich, auch nicht einfach, Leute, aber zuerst müssen wir dieses Level zu 100% absolvieren, beziehungsweise erstmal die ganzen Buchstaben einsammeln und natürlich die Puzzleteile, die wir hoffentlich auf Anhieb finden werden. Und hinter uns ist ein ganz, ganz großes Tor. Aber da werde ich, ja, da habe ich mir fast gedacht, da kann ich nichts machen. Und jetzt heißt es unbedingte Vorsicht, Leute. Unbedingte Vorsicht. Ihr seht schon, der Boden löst sich auf. Das heißt, wir werden hier kleine, aber feine Problemchen haben, denen wir uns natürlich stellen müssen. Und ich denke, für dieses Level werde ich Cranky Kong auswählen, weil ich glaube, der bringt mir hier ein bisschen mehr. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass er mir hier ein bisschen mehr bringt. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. So, das da hinten habe ich kaputt gemacht. Ich habe jetzt nur kurz nochmal nachschauen müssen, ob ich denn die Pflanze geöffnet habe. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Als ob das möglich gewesen wäre. Dieser blöde Boden hat mich jetzt echt zur Seite gedrückt und dann habe ich mich verletzt. Na toll. Na toll. OMG. Oh nein, ich weiß es, was für. Oh nein, ich weiß, was das für ein Level ist. Oh oh. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder so ein Level. Ich krieg die Kotze, Leute. Wenn ich mich jetzt echt wieder auf so komische Eulen und sowas stürzen muss selber und das wird übel. Und da oben gibt's ein Puzzleteil bestimmt. Also für die ganzen Bananen sollte es ein Puzzleteil geben. Und jawohl, ja. Es gibt 5 Stück insgesamt. Okay, okay, das geht. Das geht. Ah, hier gab's ein Puzzleteil, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Fällt im ersten Moment dann gar nicht auf, aber im zweiten Moment werden wir es dann finden. Im zweiten Moment sehen wir es dann. Und da unten, das lasse ich einfach mal gut sein. Die Münzen, die sind, glaube ich, nicht richtig. Denn da oben gibt es eine Ranke, Leute. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. What the fuck? Was? Ich habe das geschafft. Habt ihr das gesehen? Mit einem Rollsprung habe ich es tatsächlich geschafft, darüber zu kommen, weil ich auf dem blöden Fisch gelandet bin. Geil. Und hier ist ein Bonusraum. Sehr schön, sehr schön. Ah, nicht schon wieder dieser Bonus. Wieso eigentlich immer dieser Bonus? Warum kommt mal nicht ein anderer? Ich weiß, er ist schwer und ich glaube, deswegen wurde der von den Entwicklern, glaube ich, ein bisschen öfter einprogrammiert, weil er eben schwer ist. Aber diesmal haben wir es wirklich gut gemacht. Diesmal haben wir es wirklich sehr gut gemacht, ja. Kann man sich nicht beschweren, jetzt müssen wir nur noch das Puzzleteil einsammeln und dann können wir auch weiter vorankommen. 2 von 5, geht doch, geht doch. Hätte es mir jetzt eigentlich schon mal vorgestellt. Ich hab jetzt eigentlich eher geglaubt, dass ich jetzt... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vorsichtig, vorsichtig, ja. Bloß jetzt hier nichts falsch machen. So, bam. So, was gibt's hier? Oh, nicht schon wieder so ein blödes Bananenspiel. Und dafür gibt's bloß ein Herz. Aber dieses Herz haben wir auch nötig gehabt, denn wir hatten nur noch ein Herz für unseren alten Opa Cranky Kong. Und der soll uns ja nicht, ja, der soll uns ja nicht weglaufen, der gute Dude. Den brauchen wir nämlich und die Banane da unten will ich aber auch noch haben eigentlich. Weil nicht, dass es dann dafür auch noch ein Puzzleteil gibt. Das wäre nämlich ziemlich lame, wenn es das geben würde. So, jetzt einmal nach unten bitte. Dankeschön. Und ganz unten ist nichts, oder? Es sieht doch nicht verdächtig aus, deswegen lassen wir das einfach mal. Hier ist ein Checkpoint. Gott sei Dank. Und da schon wieder diese komischen Hasen oder was das darstellen soll. Sie sehen so ultra seltsam aus, Leute. Was? Und die kann man umbringen? Als ob! Ich habe das Spiel schon so oft gespielt, aber habe nie gewusst, dass man die umbringen kann mit Cranky Kong. Als ob, ja klar. Klar, Leute. Also war Cranky Kong doch wirklich eine sehr, sehr gute Wahl, oder? Was gibt's hier? Nochmal eine Münze. Okay, nochmal eine Münze. Oh mein Gott. Ah, jetzt habe ich mich schon wieder verletzt. Okay, jetzt warten wir einfach mal kurz ab. Einfach kurz abwarten. Ich hätte gerne da oben die Münze. Okay, geschafft. Aber ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das war. War das hier? Nein, hier war das auch nicht. Hier gab es auf jeden Fall eine Stelle, wo diese Dinger von oben runterkommen. Und eins ist ein bisschen ramponiert. Das gab es auf jeden Fall. Ah, okay, okay, okay. Bam. Bam. Und rüber. Perfekt. Perfekt. So, da unten ist das O. Das O möchte ich aber noch haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war auch knapp. Hey, 2 knappe Stellen hintereinander. Was ist mit mir? Ich sollte mich ein bisschen besser konzentrieren. Ansonsten habe ich noch irgendwann ein richtiges Problem und Cranky Kong verschwindet. Und was mache ich dann? Dann weiß ich auch nicht, aber die Mucke ist geil. Die Mucke ist cool. Also finde ich zumindest. Dass die irgendwie was hat. Perfekt, alles eingesammelt. Super. Gab es da unten nicht irgendwas? Nee, natürlich nicht. Natürlich gab es da unten wieder mal nichts. Okay, okay. Ja gut, finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass es hier nichts gegeben hat, aber von mir aus. Und jetzt müssen wir das hier treffen und dann ballert uns das nämlich wieder zurück in das Fass und dann können wir nach vorne. Sehr geil, sehr... Oh nein, Friends, was ist das hier wieder?
Was zum Teufel ist das hier wieder? Gibt's hier nicht noch ein Puzzleteil irgendwo? Ich glaube, dazu sollte ich alles einsammeln, aber natürlich mich nicht treffen lassen von diesen bescheuerten Drehdingern. Und geschafft. Sehr schön. Und da ist es N. Oh, jetzt ist absolut gutes Timing gefragt, Leute. Absolut gutes Timing. So, bam. Gestürzt. Oh mein Gott, ja. Da war es schon zu spät. Da war es schon zu spät. Ich hab's schon kommen sehen. Ich wollte mich eigentlich noch rüberrollen, aber keine Chance, Leute. Keine Chance. Und jetzt kann ich die... Doch, die kann ich doch so auch umbringen. Ja, klar. So funktioniert das. Aber wenn sie oben sind, geht es leider nicht. Da sollten wir jetzt unbedingt aufpassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle das war. Das verunsichert mich jetzt echt etwas. Aber nur ein wenig. Aber nur ein... Ja gut, jetzt habe ich mich treffen lassen müssen. Weil ich einfach viel zu schnell vorgegangen bin. Und jetzt kommt Cranky Kong. Jetzt bitte bleib bei mir. Und versuch bitte nicht zu sterben. Wir wollen nicht sterben, wir wollen einfach nur leben. Ja, bitte. Bitte, so. Hier oben kurz warten und dann nach unten sich das O holen und dann wieder hier rüber. Sehr schön. Sehr schön. Klappt doch. Okay. Mit einem gescheiten Rollsprung kürzen wir die ganze Sache hier ein bisschen ab. Damit wir uns nicht wieder dem ganzen Bullshit widmen müssen. Und dann sind wir schon wieder hier. Sehr schön. Ich dachte eigentlich, wir wären jetzt ein bisschen weiter hinten. Aber nein. Nein, Leute. Nein, Leute. Wir sind ja schon fast wieder da. Und jetzt natürlich wieder absolute Vorsicht. Absolute Vorsicht. Wann soll ich denn... Jetzt. Jawohl. Okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann ich mich denn da hochschießen soll. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, okay, okay. Und... Ja. Klappt noch nicht so gut. Klappt noch nicht so gut. So, bam. Und rüber und rüber. Super. So macht man das am besten. Ja, und nicht einfach blind links da hochstürzen. Weil, das bringt nichts. Und wir haben jetzt schon ewig lang kein Puzzleteil mehr gesehen. Das verunsichert mich jetzt echt übertrieben. So, da oben ist auf jeden Fall was. Oh mein Gott, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Ah, das war jetzt knapp. Aber da oben gibt es auf jeden Fall was. Also hier rechts, da müsste sich, glaube ich, nochmal ein Bonusraum befinden. Ja, genau so ist es auch. Oh, diese Buchstabenlevel dauern immer noch länger und noch länger. Habe ich eigentlich gar nicht so in Erinnerung, dass die wirklich so lange dauern. Aber ich lasse mir ja auch hier jede Menge Zeit, Leute, dass wir das Jahr beim ersten Mal schaffen, alles einzusammeln. Weil ansonsten wäre ich eigentlich schon längst fertig gewesen, wenn ich nicht so krass aufpassen würde, dass ich hier alles bekomme. Das mache ich nur wegen euch, Freunde. Nur wegen euch mache ich das. Ansonsten wäre ich ja schon längst durch dieses Level durchgerusht. Aber gut, 3 Puzzleteile von 5. Fehlen also noch 2. So, und jetzt müssen wir hier unbedingt 8 geben. Wir wollen ja schließlich hier nicht zerquetscht werden von diesen Metalldingern. Deswegen unbedingt der Vorsicht. Okay, okay, jetzt kurz warten, kurz warten. So, und bam. Perfekt, perfekt. So, ah, ich kann mich, was, ich kann mich gar nicht umdrehen? Ach du meine Fresse, okay. Nein, ich kann mich nicht umdrehen. Pech gehabt, Pech gehabt. Aber wie komme ich denn da hinten bitte rein? Ich würde mich jetzt gern umdrehen, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Wieso kann ich mich denn auf der Liane nicht umdrehen? Finde ich ein bisschen komisch. Ja gut, aber da hinten ist ja eh zu. Da komme ich ja gar nicht rein. Komisch. Komische Sache. Auf jeden Fall ist hier ein Checkpoint. Endlich mal wieder. Und jetzt müssen wir unbedingt die Vorsicht walten lassen, Leute. Hier bloß nicht zu schnell rüber. Aber da hinten gab es doch noch eine Münze. Ich weiß jetzt nicht, ob die was zu bedeuten hat oder nicht. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Und es hat natürlich nichts gebracht. Okay, ja gut. Wegen einer Münze jetzt dann Puzzleteil spawnen lassen. Ja, ich weiß ja nicht. Da hat sich der Dan, glaube ich, ein bisschen zu viel vorgenommen, oder? Jetzt habe ich die Banane vergessen. Jetzt habe ich die Banane vergessen. Da oben ist ein Puzzleteil. Da oben gibt es ein Puzzleteil. Und wieso bin ich jetzt einfach runtergesprungen? Wieso habe ich jetzt nicht einfach kurz gewartet, bis die Plattform da unten aufkreuzt? Was soll das zum Teufel? Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, dass man hier ein Puzzleteil bekommt, wenn man hier alles einsammelt. Ich weiß es nicht. Aber da oben gibt es ja sowieso schon eins. Deswegen, ab und zu bin ich da doch sehr, sehr, sehr verunsichert, Leute. Also ab und zu auf jeden Fall. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie auf die Eule raufkomme. Oh mein Gott. Nein! Also mit einem Drehsprung hätte ich es geschafft. Mit einem normalen Sprung klappt es natürlich nicht. So, Dan, bitte schön merken. Dieser Fail hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. Aber okay, von mir aus, von mir aus. So, dann versuchen wir das jetzt mal hier ein bisschen schneller zu machen. Ein bisschen schneller durchzurushen. Wenn wir jetzt Cranky Kong gehabt hätten, hätten wir auch gleich da hochjumpen können. Aber so ist es halt eben nicht möglich ohne Cranky Kong. Wir haben nämlich nur Donkey Kong zur Auswahl. Und Donkey Kong, ihr wisst ja selber, ist alleine ein richtiger Lappen. Und jetzt habe ich die Eule zerstört, ohne da hochzukommen. Damn, aber ich komme da trotzdem hin. Hier.
Ja gut, wenn mir das einer gesagt hätte, dass ich da sowieso hochkomme, hätte ich mir diesen ganzen Ärger eigentlich jetzt hier erspart. Oh Gott, jetzt muss ich da rüberspringen. OMG, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, natürlich. Und wir holen uns jetzt unser Puzzle... Wieso habe ich mich jetzt schon wieder verletzt? Ich verletze mich jedes Mal. Na super, jetzt muss ich mit einem Herz hier durchkommen, ohne Partner. Und nur ein Herz. Na toll, na toll. Ich finde die Viecher übrigens sehr cool. Die mit dem Gilet, die finde ich echt irgendwie... Die gefallen mir, Leute. So, jetzt aber vorsichtig, bam. Okay, wir warten auf das One-Up. Zack, holen uns das auch noch. Und jetzt heißt es vorsichtig. Jetzt wollte ich mich eigentlich gerade schießen. Aber dann doch schnell gemerkt, okay, ich sollte das sein lassen. Wann ist denn der richtige Moment? Jetzt. Boah, war das knapp, Leute. Ah, genau, hier, die Stelle ist es. Seht ihr es? Seht ihr dieses Ding da in der Mitte? Das müssen wir jetzt exploden lassen. Da brauchen wir, glaube ich, eine Bombe dafür. Weil ansonsten kriegen wir das nicht kaputt. Aber wo ist die Bombe? Die müsste, glaube ich, hier sein, oder? Nein, da ist nur ein Herz. What the fuck? Okay. Hier ist die Bombe. Bam! Jawohl, und dafür gibt's auch das Puzzleteil. Und jetzt haben wir wenigstens alle 5 Puzzleteile in der Tasche. Wie viele Buchstaben haben wir eigentlich? Okay, wir haben 3. Fehlt also nur noch ein einziges. Und das letzte ist da hinten. Oh mein Gott, ich hasse diese Stelle. Nein! Nein, Leute! Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Ist nur keine Panik. Nur keine Panik. Wir kriegen das hin. Jawohl. Perfekt. Und rüberschießen. Rüberschießen und ins Ziel! Astrein, Leute! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieder nur ein einziges Level geschafft in einem Part, aber dafür zu 100% abgeschlossen. Auch wenn es ein paar Fails gab. Nichtsdestotrotz, geschafft ist geschafft. Und im nächsten Part, Leute, widmen wir uns endlich dem K-Level der 5. Welt. Und ich krieg jetzt schon Arschwasser und jetzt schon Brechreiz und alles Mögliche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen, euer Gaming Dan und tschüss!